Prince of Persia ist der Name eines legendären PC-Spiels aus dem Jahr 1989. Das war so erfolgreich, dass es einen Nachfolger und diverse Remakes nach sich zog. Nun hat sich Ubisoft der Serie angenommen und ist gerade dabei, mit Splinter Cell-Technik ein grafisch unglaublich umwerfendes Spiel zu entwickeln. Aber schaut selbst. Das Spiel wird für alle Plattformen erscheinen. Dies hier ist die PlayStation 2 Version. Achtet mal drauf, wie geschmeidig sich der Prinz bewegt. Das ist schon spektakulär. Ups. Mit der R1-Taste könnt ihr Spezialfähigkeiten von ihm auslösen. Dann kann er zum Beispiel die Wände hochlaufen. Das ist auch nötig, denn Prince of Persia ist im Grunde seines Herzens ein Jump'n'Run. An vielen Stellen müsst ihr über Abgründe springen, an Leitern hochklettern und den richtigen Weg finden. Oder wie hier eben entschlossen an der Wand langlaufen. Wenn der Prinz gerade nicht rennt oder springt, muss er wahrscheinlich kämpfen. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Gegner im Spiel und der Prinz hat einige wirklich stylische Moves drauf, um sie auszuschalten. Ich lasse den Kampf jetzt einfach mal so laufen und erkläre dazu nichts weiter, das ist auch relativ selbsterklärend, und weise euch lieber derweil auf ein Feature hin, das wir nicht im Bild zeigen dürfen, weil Ubisoft das nicht gern möchte, weil es noch nicht fertig ist nämlich. Der Prinz hat eine gewisse Menge an magischem Sand immer bei sich. Den kann er einsetzen, um zwei Fähigkeiten auszulösen. Zum einen kann er die Zeit verlangsamen, ein bisschen Matrix-mäßig, um seine Gegner fertig zu machen. Und viel cooler ist, er kann auch die Zeit zurückschieben. Dann kann er zum Beispiel dem entscheidenden Schlag entgehen oder das Herunterfallen von einer Brücke ungeschehen machen. Sehr praktisch, sieht auch cool aus, dürfen wir aber leider nicht zeigen. So, in dieser Demo kann ich die Gegner leider nicht endgültig besiegen. Die erstehen immer wieder auf. Das ist nur so zum Anschauen. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Viel Spaß noch mit der Preview im Heft und dem Rest der DVD.